Retrodigitalisierung erkläre ich gerne mit der Überschrift Altes Wissen neu erschlossen. Wobei man das Alt eigentlich in Klammern setzen muss, denn es ist auch durchaus mal neueres Wissen gefragt. Neu erschlossen heißt, man hat einen Keller voller Bücher, das kennt man vielleicht sogar auch von zu Hause, und es fällt einem irgendwas ein und man sucht sich tot nach der betreffenden Stelle, wo man irgendwas vielleicht mal gelesen hat. Das kann man auch einfacher haben, indem man, wie gesagt, Retrodigitalisierung betreibt. Das heißt, altes Wissen, das vorhandene Wissen, neu verfügbar macht, neue Medien überträgt, genauer gesagt einscannt, entsprechend technisch aufbereitet und online zur Verfügung stellt. Das Originalwerk wird geschont, also der Aspekt der Bestandserhaltung ist dabei nicht uninteressant. Aber vor allen Dingen wird die Verfügbarkeit wesentlich verbessert. Man braucht das Original nicht mehr. Man kann sich daheim am Bildschirm mit einem bestimmten Werk beschäftigen. Man kann es online durchsuchen, zumindest stichwortartig. Man kann es sich natürlich auch herunterladen für all diejenigen, die auf Papier dann doch nicht verzichten möchten, auch ausdrucken. Das kann man mit urheberrechtsfreien Werken problemlos machen. Bei noch urheberrechtsgeschützten Werken ist es ein bisschen problematischer. Deswegen geht unserer Arbeit bei der Retrodigitalisierung eine intensive Recherche voraus, wie die rechte Situation ist, wie aber auch die Digitalisierungssituation ist. Das heißt, wenn andere Leute entsprechend gute Arbeit gemacht haben, müssen wir das nicht nochmal machen. Deswegen haben wir uns auch von Anfang an für eine sogenannte Boutique-Digitalisierung entschieden. Das bedeutet, wir digitalisieren nicht auf Teufel komm raus alles Mögliche, was wir in unseren Beständen haben, sondern wählen aus. Wir möchten spezielle, bei uns häufig unik vorhandene Dinge verfügbar machen, neu verfügbar machen, indem wir bestimmte Themenbereiche bearbeiten, indem wir bestimmte im Bestand vorhandene geschlossene Bestände, geschlossene Bibliotheken von Privatleuten unter Umständen digitalisieren und auf diese Art und Weise neu verfügbar machen. Die Arbeit, die wir dabei leisten, ist eine hoffentlich qualitativ hochwertige. Wir richten uns nach den entsprechenden Bestimmungen oder Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Wir arbeiten intensiv sozusagen intellektuell, das heißt, es gibt viele technische Arbeitsabläufe, aber auch viele Dinge, die händisch gemacht werden. Das heißt, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind nicht nur hochmotiviert, das sind sie immer, sondern auch entsprechend ausgebildet und achten auf eine möglichst hohe gleichbleibende Qualität. Die Ergebnisse werden in entsprechenden digitalen Sammlungen präsentiert, die man sich online anschauen kann. Und eine sehr hohe Zahl von Zugriffen, in diesem Jahr schon bei über 4 Millionen, zeugt doch davon, meiner Meinung nach, dass wir da ein qualitativ wertvolles Produkt erstellen.